Hallo, hallo. Ich möchte euch heute einen kleinen Schwenk rund um die Stelle zeigen, wo wir wohnen. Wir stehen jetzt hier gerade auf dem Dach eines kleinen Castles, das hier an der Küste ist. Und von hier hat man einen kleinen Blick ins Inland zum Roten Turm, von dem aus das Castle auch manchmal beliefert wurde anscheinend früher. Es kommt aus dem 17. Jahrhundert und wir sind hier einfach mal drauf geklettert. Das ist glücklicherweise möglich gewesen. Und im Hintergrund könnt ihr auch unser Hotel sehen und dann einen Blick auf die Schwesterinseln von Malta, nämlich Gozo und Comino. Da schauen wir auch immer beim Frühstück drauf, weil wir nämlich unsere Frühstücksterrasse ziemlich in die Richtung haben. Das ist sehr nett. Heute früh haben wir ausnahmsweise mal nicht draußen gefrühstückt, sonst sitzen wir eigentlich immer draußen, weil das Wetter die meiste Zeit sehr, sehr schön war. Jetzt früh hat es mal ein bisschen geregnet gehabt und da war es auch relativ kalt und windig, deswegen auch die langen Pullis. Und, aber es ist schon wieder schön warm geworden tagsüber. Jetzt bräuchte ich den Pulli nicht unbedingt, außer hier oben natürlich, da weht es an manchen Stellen ziemlich stark. Und was ich euch gerne noch zeigen wollte, ist, dass wir am Strand von Wasserschlock einen Hund getroffen haben. Der hat mit seinem Herrchen gespielt und das sah recht witzig aus. Und da wollte ich euch mal einen ganz kurzen Ausschnitt davon zeigen. Das haben wir dann nämlich auch gefilmt. Am Anfang haben wir nur so Bilder gemacht, einzeln, aber dann noch einen Kurzfilm. Und den wollte ich euch mal kurz reinschneiden, weil ich fand, eben das sah. Und außerdem waren wir noch chinesisch essen in einem asiatischen Restaurant mit echt chinesischem Chefkoch. Das gehört auch zu unserem Hotel und ist so ein Special-Ding, wo man immer mal essen gehen kann mit so Gutscheinen, wenn man da sowieso schon wohnt. Und da habe ich dann mal beim Nachtisch ein kurzes Let's Taste gemacht, weil da waren relativ viele merkwürdige Substanzen dabei, oder ich dachte zumindest, eher ein bisschen spezieller aus, und das möchte ich euch jetzt im Anschluss noch zeigen. Dann viel Spaß. Wir probieren mal was ganz Persönliches, okay? Das ist seltsam. Hast du schon aufgenommen? Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen wie Hauscreme, aber irgendwie lipperig. Und pink, warum auch immer. Ich probiere mal noch das da, weil das sieht auch ganz seltsam aus und auch die Konsistenz ist eher so stückig. Das ist gemein, da sind Rosinen drin. Das mag ich auch nicht. Aber sonst, obwohl es so braun ist, schmeckt es wie Apfelkuchen oder sowas. Also wirklich vom Geschmack her eher Apfel als irgendwie Nougat oder so. Und das da, das hat zwar so eine Ecke mit Kokos abgekriegt, aber das ist, glaube ich, so eine Art Bienenstich. Nur, dass es unten auch noch braun ist. Das ist sauer. Okay, also die Bienenstich-Assoziation war vollkommen falsch. Das ist eher wie, wenn man da Zitronencreme oder so gebacken hätte und dann noch ein bisschen bräunlich, vielleicht mit braunem Zucker oder so. Okay, und noch das kleine Törtchen. Das ist vermutlich lecker. Sogar. Ah, das kriege ich nicht auseinander, das ist zu fest. Da kann man nur abbeißen, glaube ich, weil der Teig ist so am Stück. Oh, ich habe geschummelt. Da sehe ich jetzt ziemlich ganz komisches Zeug. Unter der Schokocreme ist anscheinend irgend so was Festes. Und dann sind wir auch schon am Ende und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ihr mir einen Daumen hoch gebt, und dann würde ich sagen, bis demnächst, ciao!